Hi, zu Berlin ganz im Moor. Heute machen wir nochmal ein Video aus 3 Meter mit der Cam. Einmal mit 20 BBs Blaster. Da zeige ich euch auf jeden Fall, wie man die Patronen jetzt befüllt. Jetzt wird es nämlich spannend. Gut aufpassen. Und mit denen fangen wir dann halt auch an. Ja? Gut. Um die zu befüllen, nehmt ihr einmal die Tüte. Die war ja im Lieferumfang dabei. Dann nehmt ihr euch das Ding hier, stopft das hier rein. Zack, ist kein Hexenwerk, kann jeder. Dann nehmt ihr euch die Pulle hier und guckt halt, dass er nicht zu viel reinmacht, ja. Und kippt das hier so ein bisschen rein. Nicht ganz voll machen, weil ihr müsst noch den Verschluss drauf machen. Ja, habe ich euch beim letzten Video schon mal gezeigt. Idee, Kappe, na, macht ihr das hier so drauf. Richtig schön verschließen. So. Ist auch richtig fest, dann sieht das so aus. Kann auch nicht mehr rausfallen. Ja. Dann stecken wir hier nochmal. Zack. Und hier nochmal. Zack. Genau. Und dann laden wir die Schrotflinte. Machen wir wieder halt einen Schnellreload. Wir können halt auch alle unten halt reinladen, aber ich mache das immer gerne so. Spektakulärer, ne? Zack, dreht die Knifte wieder um. Schiebt die Patronen rein. So, na. Und zack. Geht alles noch ein bisschen schwergängig, ist ja auch neu, aber das gibt sich mit der Zeit. Gut, dann sehen wir uns auf der Scheibe wieder auf 3 Meter. Mal sehen, was ist. Erstmal kommen die Blasters, 20 Stück an der Zahl. Ja. Gut, kommen wir zum Schusstest mit der Cam. Erstmal 20 4,5 mm Plastikkugeln. Schrot, ja. Mal sehen, ob es funktioniert. Auf die Scheibe, ich hoffe, ich treffe. Oh, habt ihr den Schrotreiz gesehen? Das war der Hammer.